Willkommen zurück. Hier ist wieder Kamil von Teaching Finance und in diesem Video erkläre ich dir, wie auch du deine Finanzen komplett in die eigenen Hände nehmen kannst, vollkommen unabhängig von Finanzberatern, Versicherungsvermittlern, Finanzprodukteverkäufern und zwar vollkommen unabhängig davon, wo du gerade heute stehst. In diesem Video erkläre ich dir nämlich die Teaching Finance 4-Schritte-Methode, mit der du am schnellsten, effizientesten und profitabelsten deinen eigenen Finanzplan erstellen wirst, um deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, zu lernen, wie du Geld profitabel und wissenschaftlich investierst und eine Strategie entwickelst, die dich automatisiert und passiv zu deinen Zielen führen wird. Und warum du diese Methode lernen solltest: Es ist die wichtigste, nein, ich würde sogar sagen, die einzige Alternative, mit der du heutzutage noch profitabel und effizient deine finanziellen Ziele erreichen kannst. Denn früher war es vielleicht ein Kann, investieren zu lernen, ein Nice to Have. Heute im Zeitalter von überdurchschnittlich hoher Inflation, in einem Zeitalter, wo uns eventuell eine Rezession bevorsteht, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, ist es ein absolutes Muss, das Thema Geld zu verstehen und das Thema Finanzen und das Finanzsystem zu verstehen. Und wenn wir es nicht selbst in die Hand nehmen, sondern zu einem Bankberater gehen, zu einem Finanzprodukteverkäufer, zu einem Versicherungsmakler und darüber zur Instanz Börse, Kapitalmarkt, darüber erst dazu kommen, weil wir irgendwelche Finanzprodukte abschließen, werden wir immer das Problem haben, dass eine zweite Instanz dazwischen ist, die uns auch mal enorm viel Geld kostet. Weil es werden hier natürlich über die Banken, damit man da rankommt, Provisionen ausgeschüttet. Und damit diese Provisionen ausgeschüttet werden von einer Bank an den Berater, müssen natürlich nochmal Kosten für die Finanzierung dieser Provision aufkommen. Und die zahlst auch wieder du. Das heißt, du merkst schon, wir können immer tiefer in die Materie gehen, aber es ist extrem unlukrativ und teuer, es nicht selbst in die Hand zu nehmen. Wohingegen man diese Instanz heutzutage nicht braucht. Die einzige Möglichkeit, der einzige Grund, warum man das macht, ist fehlendes Wissen und fehlende Sicherheit, wenn man das Wissen nicht hat. Man kann aber es komplett selbst in die Hand nehmen und lernen, wie man wissenschaftlich investiert. Und wir haben das hundertfach an unseren eigenen Kunden bewiesen, die Teil unserer Academy sind. Wir haben quasi die Kunst beherrscht, diese komplexen Themen in eine Sprache zu übersetzen, die jeder versteht. Und das haben wir zusammengefasst in unserer 4-Schritte-Methode. Und diese Methode, die erkläre ich euch nun. Und wir kommen auch schon direkt zum ersten Schritt, zum ersten Punkt. Denn dieser Punkt ist ein sehr, sehr stark unterschätzter Punkt, der auch viel zu selten angesprochen wird, wenn es ums Thema Geld und finanzielle Freiheit und Vermögensaufbau angeht. Es geht um deine Beziehung zu Geld. Diese muss nämlich neu definiert werden. Denn dein Geldbeutel folgt nur der Person, die du bist. Kannst du dich sehen, dass du in einigen Jahren auf dein Konto schaust und du siehst sechsstellige Summen oder gar siebenstellige Summen? Kannst du in dein Depot schauen und sehen, wie die Schwankungen um mehrere hunderttausend Euro nach oben oder unten gehen, weil du so viel Geld investiert hast, weil deine Vermögenswerte so hoch sind? Kannst du dich als Immobilienbesitzer von mehreren Einheiten sehen? Wenn nicht, dann bist du raus, dann hast du keine Chance. Wir können dir aber nicht übel nehmen, falls das noch nicht der Fall ist, denn wir werden in Deutschland in einer Gesellschaft groß, in der man nicht über Geld spricht. Geld ist was Negatives. Die Reichen sind böse, sind Ausbeuter. Über Geld spricht man nicht. Aktien sind Teufelszeug. Verkäufer sind Betrüger. All diese Glaubenssätze führen dazu, dass wir uns schon sehr, sehr stark von diesen Gedanken überhaupt distanzieren. Wir alle wollen aber irgendwo materiellen Reichtum. Wie willst du aber zu einer Gruppe gehören, zu dieser Gruppe gehören? Wenn du das damit assoziierst, dann gehörst du doch gar nicht dahin. Und genau das hier behandeln wir im ersten Schritt, deine Beziehung zu Geld. Wenn diese nicht stimmt, dann kannst du die beste Investmentstrategie haben. Deine falschen Glaubenssätze werden dich daran hindern, Vermögen zu werden. Denn Reichtum fängt im Kopf an. Nicht das Geld, das von Generation zu Generation von den Reichen weitervererbt wird, macht die Reichen reicher und die Armen ärmer, sondern die Gedanken, das Wissen, die Beziehung zu Geld, die man von Generation zu Generation weitergibt. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, zum zweiten Schritt, bei dem viele denken, es wäre der finale Schritt, der letzte Schritt. Bei uns ist es nur ein Zwischenschritt und genau diesen Fehler machen die meisten. Und zwar Grundlagen. Grundlagenwissen. Hier lernen wir die Grundlagen finanzieller Bildung zu den Thematiken Aktien, Immobilien, Krypto, steuerliche Behandlung des Ganzen, Portfolio aufbauen, Investmentstrategien und. Und dadurch, dass du das hier schon geklärt hast, wirst du merken, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist viel, viel einfacher, als du denkst. Es sind gar nicht so viele Fachbegriffe, es sind gar nicht so viele Zahlen, Mathematik, Graphen. Ich meine, es kommt ganz drauf an. Es kann komplex sein, aber alles kann komplex sein, wenn du zu tief in die Materie gehst. Du kannst als jemand, der gerade mit Krafttraining begonnen hat, anfangen, dich reinzulesen und zu verstehen, wie jede einzelne Muskelfaser aufgebaut ist, wie jede einzelne Myofibrille funktioniert und wie jede einzelne Aminosäure, der Aminosäurekette, die die Proteine am Ende bilden, heißt, um Muskeln aufzubauen.
oder du lernst die Grundlagen der Trainingslehre und gesunder Ernährung und wirst damit schon definitiv überdurchschnittliche Erfolge erzielen können. Es ist genauso wie beim Ingenieur, der das Auto konstruiert. Der muss die mathematischen und physischen Grundlagen hinter dem Motor verstehen. Aber du, die Person, die am Ende das Auto kauft und fährt, du brauchst lediglich einen Führerschein. Es juckt dich nicht die Bohne, wie der Motor funktioniert. Und genauso müssen wir als Experten vielleicht verstehen, was ein Capital Asset Pricing Modell ist, was der Unterschied ist zwischen physischen und synthetischen ETFs oder was die Markowitzsche Portfoliotheorie aussagt. Du brauchst es aber nicht, um erfolgreich Vermögen aufzubauen. Und genau davor wollen wir dich schützen, denn wir bringen dir genau hier die Grundlagen bei, die du brauchst, effizient und kurz zusammengefasst in einer einfachen Sprache, wie man es eben von uns als Teaching Finance auch kennt. Und das, liebe Freunde, war auch ein harter Weg, denn als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, mit den Themen zu beschäftigen, da gab es sowas wie die Teaching Finance Academy oder sowas wie mein erstes profitables Investment gar nicht. Wir mussten den harten Weg durchgehen, wir mussten auch Fehlinvestitionen machen und erstmal lernen, was ist fundamentales Wissen und was ist Scam-Bullshit am Markt. Und dadurch, dass wir diesen harten Weg gegangen sind, auch sehr, sehr viel unnützes Wissen, was uns natürlich heute hilft, aber damals aufgebaut haben, bevor wir richtig angefangen haben, können wir euch davor bewahren. Und dass das jeder verstehen kann, das haben wir tausendfach bewiesen durch unsere Videos. Wirklich aber tausendfach. Und jede Altersgruppe, egal was für eine Berufsgruppe, wir haben schon Studenten gehabt, sehr junge Studenten, wir haben Leute mit akademischen Hintergründen, akademischen Abschluss in einem hochkomplexen Beruf, aber auch Leute, die 40-jährige Familienväter sind und Handwerkerjobs nachgehen, das alles beigebracht und zwar immer in derselben Qualität. Es ist vollkommen irrelevant, wo du her du kommst oder wo du stehst. Mit unserer Methode, mit unseren Videos, mit unserer Sprache funktioniert es immer, danach wird euch keiner mehr etwas erzählen können. Und so kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Wir sind vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten. Mit dem notwendigen Grundlagenwissen müssen wir jetzt langsam in die Umsetzung kommen. Wie gesagt, hier denken die meisten, man ist fertig, wenn man das Wissen hat. Aber das ist erst der Anfang. Hier fängt es erst an. Denn im nächsten Schritt werden wir Tools, also Werkzeuge, in euren Alltag implementieren, um euch euer Leben komplett zu vereinfachen. Damit ihr eure Finanzen überhaupt in den Griff, in die eigenen Hände nehmen könnt. Damit ihr die Kontrolle darüber bekommt. Du musst nämlich deine Finanzen betrachten wie ein Unternehmen. Und jedes Unternehmen hat eine eigene Finanzabteilung, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu tracken, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus, wofür geht es raus, wie kann ich das eindämmen und wie viel kann ich investieren, um zu wachsen. Und wenn wir das Ganze so betrachten, dann wäre unser Unternehmen, also von denen, die jetzt gerade zuschauen, bei den meisten schon direkt insolvent. Weil die meisten haben keine Kontrolle, sie haben keine Ahnung über ihre Geldein- und Ausgänge. Sie haben kein Haushaltsbuch, um das tracken zu können, wie eine Buchführung. Sie haben keine Risikoanalyse durchgeführt, um herauszufinden, wie komme ich überhaupt damit klar, psychisch mit dem Ganzen investieren. Wie muss mein persönliches Portfolio überhaupt aussehen? Und sie haben auch kein automatisiertes Kontensystem. Denn mit unserem Kontensystem, mit den Tools, die wir euch an die Hand geben, wird es ein leichtes Vermögen aufzubauen. Denn das Ganze passiert passiv und automatisiert. Die meisten denken, Geld ist anstrengend. Der richtige Umgang mit Geld ist kompliziert und anstrengend. Zahlen, Ordner. Nein, es ist nicht. Es funktioniert komplett automatisiert, ohne dass du es überhaupt spürst. Wir sind passive Investoren. Und in diesem Schritt zeigen wir dir, wie wir den ganzen Chaos, die Panik, die Ahnungslosigkeit in ein vollautomatisiertes System umwandeln, bevor es dann in den finalen Schritt geht. Und zwar in die Strategie, die Planung und damit einhergehend auch die Umsetzung des ganzen Wissens. Und hier geht es ans Eingemachte, volle Kanne. Denn um das zu erreichen, verwenden wir die SMART-Regel. Und die SMART-Regel besagt, beziehungsweise was die SMART-Regel uns bringt, ist, dass die eine Person, bevor sie es anwendet, sagt, ja, ich möchte finanziell frei werden. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast damit nichts erreicht. Du hast damit nichts spezifisch definiert. Mit der SMART-Regel wird das anders aussehen. Und zwar werden wir danach unsere Ziele spezifisch, unsere Ziele messbar, aber auch attraktiv motiviert werden, realistisch und terminiert festhalten. Und nur darum geht's. Denn, wie gesagt, die eine Person sagt, ich möchte irgendwann mal finanziell frei werden. Und die andere Person sagt, ich werde oder ich möchte mit 55 absolut finanziell frei sein. Hierfür brauche ich ein monatliches passives Einkommen von x Euro. Um das zu erreichen, nach Abzug von Kosten, Steuern und Inflation, habe ich einen Portfoliowert in dem Alter von y Euro. Und um diesen Portfoliowert zu erreichen, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich ab heute mit der und der Strategie in die exakten Anlagen so und so viel Euro, z Euro, jeden Monat investieren. Und dann steht meinem Ziel
nichts mehr im Weg, außer ich selbst, außer meine eigene Disziplin, meine Motivation und das Wissen, das ich mir angeeignet habe, die Beziehung zu Geld, die ich mir davor angeeignet habe, um diese Disziplin, diese Selbstmotivation zu entwickeln. Das fehlt den meisten. Das ist der Grund, warum die meisten ihre finanziellen Ziele nie erreichen, warum sie lesen, YouTube-Videos schauen, die Theorie auch perfekt verstehen, aber nicht in die Umsetzung kommen und eben nicht zu den Gewinnern gehören werden, die sich damals entschieden haben, etwas anders zu machen, die Extrameile eben zu gehen. Und mit unserer Hilfe in unserer Academy wird man diese vier Schritte durchgehen. Bei mein erstes profitables Investment ermöglichen wir es jedem, die ersten zwei Schritte zu durchgehen. Aber die, die dich wirklich zu einem Umsetzer machen, damit du dein Ziel auch zu 100% erreichst, die letzten zwei Schritte, und die bekommst du bei uns in der Academy. Und wenn du diese Methode verstanden und angewendet hast, dann wird dein Ziel, deinen Visionen nichts mehr im Weg stehen. Du wirst nachts gut schlafen können. Einen effizienteren Weg, um das zu erreichen, gibt es nicht. Wie gesagt, das haben wir tausendfach bewiesen und wir selber sind keinen anderen Weg damals gegangen. Viel, viel langwieriger, aber genau deshalb haben wir es ja für euch aufgebaut. Vor allem wirst du auch keine unnötigen, horrenden Kosten zwischendrin haben. Du wirst keine dritte Instanz, keine vierte Instanz vergüten müssen. Du nimmst es selbst in die Hand und hast auch das vollkommene Verständnis hierfür. Weil wie gesagt, egal was du machen möchtest, du musst dich damit beschäftigen, damit du gut darin wirst. Und beim Thema Finanzen ist es genauso. Oder wie viele Menschen kennst du, die durch eine Rentenversicherung reich geworden sind? Come on. Und ich weiß, dass du auch das Zeug dazu hast und das auch möchtest, weil sonst hättest du dir dieses Video nicht so lange angeschaut. Und deshalb musst du auch verstehen, dass eine der wichtigsten Eigenschaften eines intelligenten Investors darin liegt, Entscheidungen zu treffen. Denn alles, was du bisher gemacht hast, ist der Grund dafür, dass du noch nicht in die Umsetzung gekommen bist. Du kannst noch 20 YouTube-Videos anschauen oder dir noch 10 weitere Investment-Bücher oder Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung auf deine To-Do-Liste schreiben. Das wird dich auch nicht in die Umsetzung bringen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du in den Tatendrang kommst und von uns, deinen Mentoren in dem Bereich, klare Instruktionen bekommst und tägliches Feedback von Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und eine Garantie kann ich dir geben, wir bringen jeden in die Umsetzung. Und genau deshalb empfehle ich dir, das zu tun, was die hunderten Academy-Mitglieder, die das Ganze mit uns durchlaufen haben, gemacht haben. Sichere dir jetzt eines unserer heiß begehrten, kostenlosen Strategiegespräche und wir finden heraus, wo du heute stehst und was dir fehlt, um deine Ziele überhaupt zu erreichen. Deshalb klick auf den Link in der Beschreibung oder geh auf www.teachingfinance.de und trage dich ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Und wen wollen wir erreichen? Menschen, die mehr wollen, die wahre Umsetzer sind, die keine Lust haben auf unseriöse, schnell reich werden Coaches, sondern wirklich fundamentales Wissen erlernen möchten und nicht mehr warten möchten. Und es ist dabei vollkommen egal, wo du stehst, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Du kannst ein Student sein, der die nächsten Monate erstmal 100, 200 Euro im Monat investieren möchte, oder du kannst auch der Immobilienmillionär sein, der andere Anlageklassen erlernen, verstehen möchte und auch wissen möchte, wie er sein Vermögen weiter diversifizieren kann mit beispielsweise Aktien und ETFs. Und du kannst auch der Handwerker sein, der noch nie was mit dem Thema Finanzen am Hut hatte, der aber keine Lust mehr hat, nicht mehr sein komplettes Potenzial ausschöpfen zu können, der eben abhängig ist von Beratern und. Und deshalb, wie gesagt, trage dich ein, einer unserer wunderbaren Mitarbeiter, unserer Experten wird sich bei dir melden und herausfinden, wie wir dir unser Wissen, das wir die letzten 6 Jahre für dich gebündelt haben, an die Hand geben können. Wir freuen uns auf dich und hoffen, dass wir dich ganz, ganz bald bei uns in der Academy sehen oder zumindest bei mein erstes profitables Investment, dass du die Basics von uns lernst. Liebe, liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Dein Kamer von Teaching Finance. Mach's gut.